Jackson braucht dringend eine Auszeit. Deswegen fährt sie über Weihnachten 3 Wochen weit weg und ist fest entschlossen, nicht über Musik zu sprechen. Wir sprechen aber weiterhin über ihre Musik. La Rue steigt mit Bulletproof von der 27 auf die 20. Gute Nachrichten für alle Kalsha Candela-Fans, weil die Herbsttour dermaßen gut lief, gehen die Jungs Anfang 2010 schon wieder auf Tour. Und sie kehren nicht nur in die Hallen zurück, sondern auch in die Top 20. Monster steigt von der 21 auf die 19. Thomas Godoy ist zurück. Seit diesem Wochenende steht sein neues Album Richtung G in den Plattenläden. Und vorgegeben wird die Richtung schon mal von der aktuellen Single Nicht allein steigt ein auf Platz 18. Like a hobo from a Gerade wurde bekannt gegeben, dass Newcomer Charlie Winston im Januar den Europäischen Musikpreis verliehen bekommt. Deutlich weniger spektakulär geht's gerade für ihn in den Charts zu. Like a Hobo bleibt unverändert auf der 17. We weren't born. Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls spielten Bon Jovi am Brandenburger Tor vor über 250.000 Zuschauern. Ein paar von ihnen haben wohl auch die aktuelle Single gekauft. We weren't born to follow fällt leicht von der 13 auf die 16. Bereits in der 2. Woche fällt Sidos Album Agro Berlin um satte 11 Plätze auf die 16. Wenigstens läuft es für seine Single etwas besser. In Woche 4 fällt Hey Du nur um 5 Plätze auf die 15. Nun steht es fest, Agnes' nächste Auskopplung wird die Single On and On sein. Bis es soweit ist, greifen die Fans aber immer noch gerne zum Vorgänger. Release Me fällt leicht von der 12 auf die 14. Im norwegischen Trondheim wird im nächsten Jahr ein Pop- und Rockmuseum eröffnet. Marit Larsen wird dort mit Sicherheit einen Platz erhalten. Und einen Platz bekommt sie natürlich auch wieder in unseren Charts. If a Song Could Get Me You fällt auf die 13. Ich bau dir ein Schloss, das in hat der König von Mallorca seine eigenen Gemächer. In der 3. Woche baut Jürgen Drews sein Domizil wieder in Richtung Chartshimmel. Ich bau dir ein Schloss, steigt um 4 Plätze auf die 12. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg. In der letzten Woche gaben Silbermond am Gifhorner Humboldt-Gymnasium ein Gratiskonzert gegen Ausgrenzung. Auch gehört wird offensichtlich ihr musikalischer Aufruf zu mehr Engagement. Krieger des Lichts bleibt unverändert auf Platz 11. Das waren sie, die Plätze 20 bis 11. Wir kommen jetzt zu Platz 10 und dort ist mittlerweile Xavier Naidoo mit Alles kann besser werden gelandet. Wobei der Titel rückblickend gesagt vielleicht doch ein Ticken zu optimistisch gewählt war. Denn eigentlich verschlechtert sich die Chartposition von Woche zu Woche eher. Deswegen würde ich nämlich vorschlagen, der Glaubwürdigkeit wegen, das Lied einfach umzubenennen von Alles kann besser werden in Alles kann, nix muss. Hier jetzt aber nochmal mit ursprünglichem Namen. Von der 8 auf die 10. Alles kann besser werden. Gerade räumte Xavier Naidoo mit einem Missverständnis auf. Er glaube zwar an Gott, gehöre aber keiner Religion an. Die katholische Kirche nannte er sogar erschreckend. Offensichtlich hat er damit keine neuen Käufer geworben. Alles kann besser werden fällt auf die 10. Hello. Hatten sich Queensberry vermutlich mehr versprochen. Ihr neues Album On My Own steigt in dieser Woche auf Platz 26 ein. Zum Glück läuft es für ihre Single deutlich besser. Hello fällt nur leicht von der 7 auf die 9. Weil David Guetta seine Familie in diesem Jahr kaum gesehen hat, nimmt er sich im Januar eine 2-monatige Auszeit, in der er sogar seinen Sohn unterrichten möchte. Eine Auszeit nimmt sich langsam wohl auch Sexy Chick. Das Stück fällt von der 4 auf die 8. Let's paint the town. We'll shut it down. Da hat sich der Black Eyed Peas Flashmob bei Wetten, dass doch gelohnt. Vermutlich war es Teil der einstudierten Choreografie, nach dem Auftritt sofort im Gleichschritt in den nächsten Plattenladen zu laufen. I Got a Feeling steigt auf jeden Fall um satte 7 Plätze auf die 7. Lady Gaga trauert. Rutus, eine ihrer geliebten Doggen, ist gestorben. Weil Rutus und ihre zweite Dogge Lava aber bisher in allen Videos mitgespielt haben, können wir ihn noch mal sehen in Paparazzi. Unverändert auf Platz 6. In der nächsten Woche feiert 2 Ohrküken endlich Weltpremiere in Berlin. Und dann geht es bestimmt auch wieder aufwärts für das Lied zum Film. Bis dahin fällt One Republic mit Secrets aber von der 3 auf die 5. Beth D.
Dito kauft gerne Schwangerschaftsmode. Sie passt und sei in den letzten Jahren außerdem deutlich modischer geworden. Unverändert gut zu Gesicht stehen Beth Dito aber auch die Top 10. Gossip steigt mit Heavy Cross um einen Platz auf die 4. Leona Lewis bestätigt, dass man als Castingshow-Gewinnerin kein One-Hit-Wonder sein muss und hat einen Grund, happy zu sein. Die gleichnamige Single steigt in den deutschen Charts ein auf Platz 3. Du bist das Pflaster für meine Seele. In einem Interview erzählten Annette Humpe und Adel Tawil, dass sie ihren momentanen Erfolg unheimlich finden. In dieser Woche gibt es für die beiden etwas weniger Grund zum Gruseln. Ich und ich fallen mit Pflaster auf Platz 2. Was dem Williams-Team in der Formel 1 schon lange nicht mehr gelang, gelingt Robbie Williams in den Charts spielend die Doppel-Pole-Position. Robbies Album Reality Killed the Video Star steigt auf der 1 ein und die Single Buddies erobert sich Platz 1 zurück.